何をしようか。Do you must test me. Ich habe ja eine Kakashi-Schrift bekommen. Was ist da drin? Tatsache, da ist das drin, was man für die Mission bekommt. Nice! Gib mir was Schönes. Nicht was, was ich schon in anderen Farben habe. Wieder nur neue Farben. So, ich hoffe, jetzt vergesse ich nicht, den Charakter mal zu wechseln. Machen wir die Mission Byakugan. Hat man Hinata als Partnerin und Naruto rettet man, also nehme ich die beiden schon mal nicht. Naruto ist auf einer Mission und noch nicht zurückgekehrt. Hinata möchte deshalb nach ihm suchen. Im Missionsgebiet könnten sie sich fein aufhalten. Aber mit der Hilfe von Hinatas Byakugan solltest du in der Lage sein, Naruto trotz aller Gefahren aufzuspüren. Beschütze Hinata und finde Naruto. Nehme ich mal Sakura. Ich war gerade verwirrt und dachte, da steht eine Sarah da. Es macht auch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber es ist sehr, sehr schnelles Kampfsystem. Also, wenn man zu viert spielt, ist das ein Kuddelmuddel, da kommt man gar nicht mehr klar. Ohne Scheiße. Das ist sogar für mich schon schwer. Oh! Weißer Setsu! Noch ein weißer Setsu. Und noch einer. Okay, das war mein Heiljutsu. Das Geile an dem Spiel ist ja, man hat verschiedene Rollen. Sakura ist ja die Heilerin, die kann die Gruppe heilen, wenn es denen nicht gut geht. Und damit kann man ein Match sogar für sich entscheiden, weil ohne Heiler hat man die schlechte Karten, weil da muss man einen Gegner wirklich instant die Leiste wegkloppen, sonst kommt der geheilt wieder. Was mir öfters mal passiert ist.
Da habe ich einen schon ziemlich runtergeboxt. Ist er mir aus dem. Ist er mir. Ist er verschwunden? Und kam wieder mit vollem Leben. Ulti ist ready, aber die bringt nicht viel. Und die Verteidigerrolle ist auch mega geil, wenn man sie beherrscht. Zum Beispiel gibt es ja auch Zoneneinnahme und da sind Verteidiger, die Wände machen können, ziemlich nice. Ich spiele lieber einen Nahkämpfer eigentlich. Besonders weil ich auch aus der Ferne meine Windshurikens werfen kann. So habe ich ein bisschen von beiden. Nah- und Fernkämpfer. Aber ich wollte doch gerade... Spielt sich auf jeden Fall schon mal besser als die Heiler-Klasse, habe ich das Gefühl. Ich mache da glaube ich irgendwas falsch. Oder gegen menschliche Spieler ist es ziemlich schwer, einen Heiler zu spielen. Man sollte sich auch nie ins Getümmel als Heiler drängen, sozusagen. Eine Mercy kämpft ja auch nicht an oberster Front. Ich bin halt jemand, der muss ins Getümmel. Naruto! Hinata! Omae, nan de koko ni? Naruto-kun no koto ga... Sono... Nonki ni hanashite ru baai ja nee na. Hinata, maari no teki o katatsukeru zo. Ich find's cool, dass die Story-Missionen noch mal in schwerer kommen. Warum sind die da hinten? Oh, da ist ein Boss. Ich will nicht wissen, was für einer. Wer kämpft denn dann noch mit? Oh, ein großer. In der Mission aber einen richtig schönen Vorteil. Man kann sich nämlich immer heilen. Ist ja noch so ein Dicker. Yep. Was zum? Okay.
Nice, Naruto, nice! Besiege den weißen Zetsu-Anführer. Wer zum Geier ist denn von denen der Anführer? Oh Gott! Stay rein, Daniel! War doch grad Tonbomben! Ja, ich habe übrigens gehört, es soll 9 DLC-Packs geben. Ich weiß aber immer noch nicht, wie viel in einem Pack drin ist. Ich denke mal, vielleicht ein Charakter pro Pack mit bisschen Zusatz oder so. Dass halt 9 Charaktere nach und nach dann kommen. Ich würde mir aber mehr wünschen. Also mehr Charaktere pro Pack. Obwohl, es gibt schon hier einige. Ich wüsste auch nicht, wo man Ino hier einbauen könnte, weil ihre Moves, ich weiß nicht. Die Kontrolle über... Obwohl, man könnte ihren Move ja nehmen, die Kontrolle über einen zu übernehmen und den dann in den Abgrund stürzen lassen. Aber wahrscheinlich konnten sie das nicht so gut einbauen, weswegen, ja. Deswegen sie es wahrscheinlich gelassen haben. Was? Weibliche Form von Amor ist Amorette? Really? Ah. So, los. Nächste Mission. Samurai Rettungsmission. Jemand hat einige Samurais angegriffen, die auf dem Trainingsplatz in Tsunagakure trainiert haben und ihre gesamte Medizin gestohlen. Deshalb können sie nicht ohne Hilfe zurückkehren. Stiehl die Medizin der Samurai zurück und gib sie ihm wieder. So, wen nehme ich diesmal? Ich denke mal, diesmal nehmen wir Naruto. In der Reihe nach durch. Aber mir macht das Spiel auf jeden Fall so viel Spaß, ich würde mir auch die DLCs holen. Vielleicht gibt es ja auch neue Missionen. Aber ich hätte schon gern so ein bisschen Story nachgespielt. Es ist mir neu, dass ich die Samurais in Tsunagakure retten muss. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Hin.
Aber man muss nicht immer Story haben, um Spaß an einem Spiel zu haben. Solange es was zu tun gibt. Weil so ein bisschen Story gibt es, ja, sah man ja, Naruto war gefangen genommen. Aber es gibt keine Zusammenhänge. Wo man dann denkt, oh, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich würde mir halt so eine Story auch wünschen. Also das Kampfsystem können sie gerne beibehalten für einen Nachfolger oder so. Aber wo man dann eine Story hat, wo man den eigenen Charakter zu einem Shunin bis Hokage hochpusht. Oh Gott! Das ist aber eine nervige Medizin. Ah, Mist, ich wollte zu viel. Was, ich bin tot? Ups! Keiner mehr sein sollen bei so einem Rasengarn. Was ist denn hier los? Und da es das erste Naruto dieser Art ist, sehe ich sowieso das nicht so ganz so eng. Das ist überhaupt. Ne, Missionen gibt, ist schon für mich ein großes Plus. Ein sehr großes Plus. Hilfe! Lass mich die doch erstmal wiederbeleben. Das Gute ist, man kann nicht Game Over gehen. Das Schlechte ist, man hat die Zeit im Nacken. Denn dann ist vorbei. Ich habe voll viele Samurai hier. An meinem Level sieht man schon, wie was für Suchti ich hier bin.
Warte mal, kriegt man bei den schwereren Missionen jetzt wirklich diese Schriftrollen einfacher? Ich habe ja schon wieder so eine Kakashi-Schriftrolle bekommen. Oh, und ich wollte die schon farmen, ne?